Hallo, hier ist die Kati und wir sind wieder zurück bei unserem Szenario Ständig im Schatten mit Nova. Sie hat jetzt ausgeschlafen. Wir legen mal los. Wir haben jetzt endlich Wochenende, ne? Sie hat ja die letzte Woche sehr hart gearbeitet im Part 1 dieses Let's Plays. Oh, hier hinten steht noch ein angegammelter Eier und Toast. Ugh. Sie macht sich aber was Frisches. Komm, ich helfe dir mal einmal abwaschen, so. Und was machst du dir jetzt Feines? Sieht man das schon? Nee, erst wenn es fertig ist. Schauen wir mal. Und wir haben ja gesagt, wir werden am Wochenende jetzt mal ein bisschen rausgehen, ein paar Leute kennenlernen, vielleicht mal hier unsere Wünsche und Träume erfüllen, dass Louis uns nicht mag. Ich dachte, das wäre schon so weit, dass Louis uns nicht mag. Naja, zumindest hier unten haben sie so ein bisschen nicht gemocht. Also hätten wir es eigentlich ja schon erledigt, ne? Na mal schauen, was hätten wir denn jetzt noch zu tun? Wir müssen wieder befördert werden. Selbstsicher zur Arbeit gehen. Okay, dafür soll man sich die Zähne putzen oder sich am Spiegel motivieren. Das kriegen wir wahrscheinlich hin. Und wir können optional noch ein Spiel modifizieren. Könnten wir auch schaffen. Das ist das hier unten eigentlich. Ach so, die Details nochmal. Okay. Was sind denn diese einzelnen Teile hier eigentlich? Kann man nicht draufdrücken, um zu erfahren, was die Ergebnisse wären. Schade, aber weiter geht's. So, jetzt ist es mal Frühstück. Und dann hast du sonst noch irgendwas? Nö, dann geht's dir super. Und dann werden wir uns mal, wie spät ist es? Um 8. Na, dann werden wir erstmal ein bisschen hier noch, glaube ich, was tun. Und zwar programmieren, üben. Wir brauchen nämlich noch hier unten die Tagesaufgaben müssen wir noch erfüllen und dann haben wir das schon mal erledigt für Montag. Also einmal ein bisschen programmieren üben. Na, na, na. Oh, jetzt gibt's Willkommen in der Nachbarschaft. Die Woche ist schon um, ihr seid ein bisschen spät. Wen haben wir denn hier? Minerva Einstein, hallo. Nachbarn hereinbitten. Kirsten Weird, die haben wir, glaube ich, auch schon in einem von unseren Breed Out the Weird kennengelernt. Das ist der Florian Weird. Und hier haben wir noch Walter Einstein. Okay, auch hereinbitten und fröhlich vorstellen können wir uns gleich mal bei unseren Nachbarn. Sagen wir erstmal den ganzen Nachbarn Hallo. Und dann ja, fühlt euch hier wohl. Wir fahren jetzt nämlich gleich in die Stadt. Ja, komm noch ins Bad, junger Mann. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir gehen, weil es heute so warm ist, hier hinten mal den Splash Jungle Waterpark. Also wenn ihr das jetzt eingebt in der Galerie, dann findet ihr das auch so. So, da hinten wollen wir jetzt einmal hin. Und wir fahren aber alleine oder sollen wir jemanden mitnehmen? Wir nehmen mal Kyle mit und Celeste, mit der haben wir uns auch gut verstanden. Und wir sind da. Wow, lass uns mal den Park erstmal angucken. Der sieht ja cool aus. So ein tropisches Badeparadies, so wie Torpical Island. Wir werden jetzt erstmal vielleicht eine Runde schwimmen gehen mit unseren neuen Freunden. Zusammen hierhin schwimmen. Das ist ja lustig. Hier schaukelt man und schaukelt man durch diese Wasserfontäne durch. Ach, es gibt auch, die Leute haben aber auch super Ideen, oder? Also ich finde die Kreativität, die man so in der Galerie findet, ist einfach Wahnsinn. Oh, und hier kann man Fotos machen vor der Wand. Das probieren wir vielleicht gleich nochmal aus. Können wir den benutzen? Ja, das ist doch cool. Erstmal gehen wir jetzt eine Runde schwimmen mit Kyle und. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Celeste? Wo ist sie denn? Da kommt sie. Wie heißt du nochmal? Doch, Celeste bist das. Und ein bisschen rumschwimmen. Das ist doch cool. So, können wir ein bisschen spritzen. Und bei ihr können wir ein bisschen, keine Ahnung, nach dem Tag fragen. Kyle, du hast ja ein Body. Meine Güte. Und richtig toll mit diesen ganzen Hautdetails jetzt, ne? Das ist. Macht das Ganze doch noch ein bisschen realistischer, finde ich. Jetzt machen wir gleich mal ein cooles Foto von uns allen. Foto machen mit Kyle und Celeste. Dass wir ein Foto haben von unserem tollen Ausflug. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Der Adrenalinschub verleiht Nova ein fantastisches Gefühl. Sind ihre pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass sie Fitness mag? Ja, das passt gut zu dir. Ein Genie, aber mag trotzdem gerne Fitness. Ja gut, es wäre schöner gewesen, wenn ihr da gewesen wärt. Aber so ist auch ganz gut. Wir machen erstmal eins so. Foto. Vielleicht können wir die Pose nochmal ändern. Geht das? Oh ja, das ist ja auch gut. Moment, ein bisschen rüber. Ah. So. Foto. So, ein bisschen schaukeln. Ach, guck mal, Kyle hat schon keine Lust mehr. Magst du nicht schaukeln? Na gut, warum fühlst du dich unwohl, Kyle? Was ist los? Wir machen mal eine lustige Geschichte. Oh, und guck mal, was sie hier alles hat. Voll konzentriert, das Wasser ist perfekt, neue Freundschaft, angenehmes Gespräch, gut fürs Ambiente, neuer Freund.
Planschspaß und ruhiges Auge, weil ein Foto mit einem Kamerastativ gemacht hat. Das ist ja toll. So viele schöne Sachen. Also ich glaube, die hat ja wirklich die Zeit ihres Lebens gerade. Wer bist du? Der Win. Win Einstein. Das ist auch mal ein lustiger Name. Fröhlich vorstellen. Bist du ein Teenie? Ach, dann brauchen wir uns nicht vorstellen. Ich glaube, dann werden wir uns auch bald wieder auf den Rückweg machen. So, dann sagt man tschüss. So, ab nach Hause mit uns. Was werden wir jetzt machen? Vielleicht noch ein bisschen Programmieren üben, oder? Ich habe überlegt, ob wir nicht mal ihren Erzfeind nach Hause einladen sollen. Aber vielleicht würde der auch gar nicht kommen. Aber das können wir irgendwann mal ausprobieren. So, sie will ein bisschen programmieren. Das kann sie jetzt auch gleich mal machen. Und sie hat Level 6 der Programmierfähigkeit erreicht. Sehr gut. Nova kann jetzt die Arbeitsleistung hacken. Die Arbeitsleistung? Ihre eigene? Das wäre doch lustig, oder? Machen wir uns gleich hier auf sehr gut. Programmieren hat sie fertig schon gemacht für Montag. Das ist sehr gut. Wo ist das hier? Hacken. Arbeitsleistung. Das will ich sehen, was da passiert. Da bin ich ja gespannt. Und jetzt hat sie es fertig. Also sie ist jetzt fertig mit dem Arbeitsleistung hacken und rausgekommen ist, gerissen vorzugehen ist besser als hart zu arbeiten. Dass Nova ihre Arbeitsleistung gehackt hat, ist sowohl gerissen als auch harte Arbeit. Sehr gut. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Oh ja, guckt mal, es ist nach oben gegangen. Es ist jetzt schon ausgezeichnet. Das ist ja richtig toll. Sehr gut. Da werden wir hoffentlich schnell befördert. Aber jetzt hat sie erstmal Hunger. Deswegen werden wir jetzt erstmal Abendbrot machen. Und es gibt hier immer so viele leckere Sachen. Was machen wir heute? Was ist das? Teokuk. Tut mir leid, wenn das falsch ist. Eine Reiskuchensuppe. Das probieren wir mal aus. Und da ist es fertig. Ja, das sieht aber lecker aus. Guten Appetit. Dass du auch immer noch im Badeanzug rumrest. Na, ich meine, gut, es ist immer noch warm und sonnig. Und das nachts um 1. Kannst ein bisschen Fernsehen gucken und dann gehst du, glaube ich, mal langsam ins Bett, ne? Nochmal auf Toilette, bevor du heute Nacht musst. Und dann ab in die Haia. Schönen guten Morgen, liebe Nova. So, jetzt schauen wir mal, was heute noch so anliegt. Streichetag. Ja, sie mag ja auch so ein bisschen. Was war doch richtig, oder? Sie hatte doch auch so ein bisschen. Ja, Schelm hat sie sogar 3. Kann man da auch was am Computer machen? Gucken wir mal. Steht hier was dazu? Klicke auf einen Sim, wähle Unfug. Gibt es hier nicht auch Unfugsachen? Mehr Auswahl. Ich glaube, war es nicht im Web, dass man da auch so ein bisschen Blödsinn machen kann? Was nicht sehr nett ist. Also hier schon mal nicht. Mehr Auswahl, soziales Netzwerk auch nicht. Spiel spielen, Papier, geheiße Karriere, mehr Auswahl, Notizbuch, Kontakte knüpfen. In Foren provozieren. Ist nicht nett, aber es passt zum Streichetag. Mal schauen, ob das zählt. Los, zähle. Das hat gezählt, sehr gut. Streichetag haben wir also schon mal. Und hier müssen wir noch dieses Plugin oder ein Virus programmieren und dann am Montag selbst sicher zur Arbeit gehen. Aber heute ist erst Sonntag, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihre Hygiene ist ein bisschen runter, aber vielleicht machen wir das mit dem Plugin dann jetzt nochmal. Programmieren. Machen wir Virus oder Plugin? Ach, wir gehen auf die gute Seite der Macht. Wir machen ein Plugin. Und das Plugin ist fertig. Das Malware-Abwehr-Plugin macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Nova erhält 37 Simoleons für ihre Mühen. Wow, wir werden reich. Und sich fähig fühlen, weil Plugin programmiert hat. Diese Programmierfähigkeiten beginnen sich bezahlt zu machen. Sehr gut. Das Ganze haben wir jetzt hier oben. Jetzt haben wir nur noch Sachen, die wir machen können, wenn wir zur Arbeit gehen. Und wir müssen einmal duschen. Und dann gehen wir vielleicht mal auf den Jahrmarkt heute noch. Einmal duschen. Und dann schauen wir mal. Es ist immer, wie lange haben wir denn jetzt hier noch Frühling? 8 von Tag 14. Ach, das ist wahrscheinlich auf lang gestellt, ne? Aber ich würde auch mal gerne hier noch ein bisschen mit Louis. Wohin dann gleich einfach mal. Wir plaudern mal mit ihm. Mal gucken, was passiert. Oh, Kyle. Hi. Raus aus meiner Dusche. Kyle. Jetzt tu mal nicht so. Du bist hier einfach reingerannt. Gehst du jetzt wieder einfach? Was heißt hier? Also mal bitte. So schlimm war es doch jetzt hoffentlich nicht. Wohnungsschlüssel geben. Du kommst ja sowieso ohne rein. Ach, Kyle. Komm, ich verschöne dir mal den Tag.
Und dann erzähle ich dir noch diese unglaubliche Geschichte, wie plötzlich einfach einer in meiner Dusche stand. Mann, Mann, Mann. Ach so, sie telefoniert jetzt gerade noch mit Louis, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt nett oder schlecht war. Netter Anruf. Oh, tatsächlich war es ein netter Anruf. Aber ihre Privatsphäre wurde gestört. Oh, guck mal, es ist Flohmarkt. Wir könnten natürlich mit Kyle auch zum Flohmarkt gehen. Er sieht aus, als würde er da hinpassen. Als würde er sehr gut dahin passen. Ich frage nochmal nach seinem Tag. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn unbedingt... Vielleicht könnte er auch einfach nur unser sehr guter Freund werden. Das fände ich auch nicht schlecht. Komplimente. Vielleicht können wir ihm nochmal sein Outfit komplimentieren, weil das ist ja wow, ne? Diese Farben. Zumindest hat er sehr schöne Haare. Was können wir noch machen? Lustig. Wir sind heute mal ein bisschen albern. Lustige Gesichter schneiden. Und dann werden wir ihm nochmal übers Kochen reden, mal fragen, ob er auch kocht. Gerne. Und dann werden wir einfach mal gleich auf den Flohmarkt mit den beiden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Flohmarkt. Mit Kyle. Danke sehr. Na, Kyle, hast du gleich Lust, mit uns auf den Flohmarkt zu gehen? Geht's dir gut? Du guckst ein bisschen traurig. Aber nee, jetzt bist du wieder glücklich, ne? So ganz bin ich mir gar nicht sicher, was er eigentlich hier erwartet, dass er hier einfach reinkommt. Also wir wissen auch noch nicht viel über ihn, ne? Wir wissen nicht, ob er einen Job hat. Wir wissen nur, er ist ein Genie und er ist sehr gut kompatibel mit uns. Müssen wir noch ein bisschen mehr über die Merkmale rausfinden. Und was für Absichten er denn eigentlich mit Nova hat? Sucht er nur einen Freund? Oder sucht er eine Freundin? Man weiß es nicht. Oder hat er vielleicht andere Pläne? Aber ich meine, so viel gibt es bei ihr jetzt auch nicht zu holen. So, wir sind auf dem Flohmarkt und Kyle ist mitgekommen. Roboterinvasion beschreiben. Wie lustig ist das denn? So, mach das mal. Hab ich auch noch nie gesehen. Aber es scheint so eine Geek-Sache zu sein, deswegen wegen der Brille hier. So, jetzt will ich aber eigentlich mal gerne wissen. Smalltalk. Ja, gleich Celeste. Moment. Kennenlernen. Was ist mit ihm? Mit ihr, hey, du hast einen ziemlich guten Geschmack, das stimmt, vielen Dank. Hast du Lust, mit mir auf den Flohmarkt nach einer schönen Deko für meine Wohnung zu suchen? Ja, Celeste, wir sind schon, du kannst gerne kommen. Komm einfach dazu. Und ich wollte eigentlich wissen, was er für eine Karriere hat. Nach Karriere fragen. Sehr gut. Und faul, Kyle ist faul. Ja, nachvollziehbar, ne? Also, ist jetzt nicht so schlimm. Oh, er sieht hier so adrett aus, der Joffrey-Landgrab. So, Celeste ist... Oh, Celeste, warum bist du so traurig? Wegen Ableben trösten. Oh nein, wer ist bei ihr denn gestorben? Hatten die jemanden Altes? Ach ja, stimmt, die hatten die Großeltern noch in der Familie, ne? Ach Mensch, nach Entbindungstermin fragen? Okay, das ist aber keine nette Interaktion, deswegen glaube ich nicht, dass sie schwanger ist. Kann man sie noch ein bisschen trösten? Wir lernen sie auch noch mal kennen. Och Mensch, Celeste, das tut mir leid. Wer ist denn bei dir gestorben? Wahrscheinlich eine Oma oder Opa oder so, ne? Versuchen aufzumuntern. Und dann werden wir mal hier rübergehen auf den Flohmarkt. Schauen, was es hier für schöne Sachen gibt. Falls es hier schöne Sachen gibt. Ja, der Stuhl ist ganz cool, oder? Was kostet er denn? 7.000! Ach Quatsch, 9.750. Das ist ja mal ein Flohmarkt-Schnapper. Können wir uns hier irgendwas leisten? Irgendwas? Ich meine, wir haben ja relativ viel Geld. Ich finde, hier so eine Lampe ist doch cool für so einen Geek, oder? Wir nehmen die Roboterlampe mit, die ist süß. Und dann können wir vielleicht hier noch irgendwie zusammen was essen. Ich will eigentlich was zu essen kaufen. Essen bestellen. Ein Curry. Das klingt nach einem guten Plan. Einmal die Roboterlampe, bitte. Wo bist du? Da hinten. Sehr gut. Nova hat das Objekt Roboterlampe. Mir geht ein Licht aufgekauft. Vergiss nicht, das nächste Mal, wenn du wieder zu Hause bist, in deinem Haushaltsinventar nachzusehen. Ah, das ist ein guter Hinweis. Es könnte mir passieren, dass ich vergesse, dass ich das gekauft habe. Und mich dann wundere, was plötzlich im Inventar ist. Da sitzen sie beide und unterhalten sich. Oh, oh, oh. Celeste, du bist aber verheiratet, oder liege ich jetzt so falsch? Na, ich meine, sie unterhalten sich ja nur, ne? Vielleicht brauchte Celeste auch einen Freund, mit dem sie über ihre Probleme reden konnte.
Aber wir kommen jetzt mal dazu und dann können wir auch hier so ein bisschen tiefgründige Unterhaltung halt machen. Dass die beiden hier nicht so alleine sitzen. Wir haben ja jetzt schon was gefuttert und wir haben was gekauft. Dann können wir ja ein bisschen hier uns in so eine Ecke zurückziehen mit unseren Freunden. Oh, Celeste möchte beste Freunde werden. Natürlich. Und Kyle ist noch tollpatschig. Also, ist das doch ein super Typ, oder? Genie, faul und tollpatschig. Und er ist arbeitslos. Na gut. Celeste ist, ach ja, stimmt, sie war ja auch bei der gleichen Firma wie wir. Und ihr Mann ist Christopher gewesen. Okay. Getränke bestellen. Und zwar für die Gruppe. Und wir nehmen zack und weg. Ach, Kyle, ich habe euch doch gerade was... Achso, du hast dir nur ein paar Chips geholt. Dann ist ja gut. Dann setzt euch mal. Ich gebe einen aus. Ach, Celeste, komm. Es gibt einen Zack und... Achso, du hast einen. Hast du dir jetzt selber einen bestellt? Ach, Mensch. Ich zeige euch mal meine tollen neuen Handysachen. Und dann quatschen wir ein bisschen über Fitness. Und wir tratschen über die Kollegen, weil man schon mal mit einer Kollegin unterwegs ist, ne? Hey, Kyle, nicht mit der Barfrau flirten. Komm, wir haben jetzt einen getrunken. Jetzt können wir hier ein bisschen mit Kyle flirten. Und Romantik. Flirten. Fragen, ob Single ist. Und mehr Auswahl. Romantik. Knuddeln. Nova macht das anscheinend immer nur, wenn sie einen kleinen Drink vorher hatte. Ob das dann so das Richtige ist? Ich glaube nicht. Geht sie gerade nach Hause oder warum? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, wir haben jetzt so viel getrunken, wir sagen, hey, Louis, ich bin hier gerade. Hast du Bock herzukommen? Können wir über unsere Probleme reden? Dann sagen wir den Leuten mal hier noch Hallo. Louis möchte lieber nicht kommen. Ach, Louis. Komm, ich dachte... können unsere Streitigkeiten hinter uns lassen, aber dann nicht. Home, sweet home. Und wie geht's ihr so? Ach, alles super. Können wir ja vielleicht noch ein bisschen hier was tun. Weil er hat uns ja jetzt versetzt, unser liebster Freund. Und deswegen machen wir ihn jetzt fertig. Wir werden jetzt hacken. Und zwar... Nee, das ist, passt nicht zu ihr, ne? Wir modifizieren mal noch ein Schuh. Spiel. Obwohl, es wäre gar nicht... Sie hat eigentlich recht, wir lassen sie einfach spielen, weil sie muss ja hierfür, für den Computerfreak, noch insgesamt 5 Stunden spielen und sie hat erst 2. Dann spiel mal ein bisschen. Ich guck mal hier unten, was ist hier noch? Kriminelle Präsenz. Oh, Kyle ruft an. Hallo, Kyle. Nova, ich brauche eine neue Herausforderung. Ein neuer Job könnte die Lösung sein. Was meinst du? Du solltest deinem Herzen folgen. Ich denke, du solltest das besser lassen. Ein neuer Job? Fantastisch. Mach das. Und ich denke auch, dass sie sagt, ein neuer Job macht das, weil er hatte bis jetzt ja noch keinen Job oder so. Immer, ne, leg los. Sie ist ja auch eher eine, die so ein bisschen erfolgreich sein will. Und dann, glaube ich, würde sie ihm das auch raten. So, was war jetzt hier unten? Kriminelle Präsenz. Kann dieser Sim wirklich ein kriminelles Superhirn sein? Was soll ein Sim machen? Fragezeichen. Okay, hat ihr wahrscheinlich jemand erzählt, es wäre ein kriminelles Superhirn. Und sie ist sich nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. So, sie hat es jetzt geschafft. Und wir sind jetzt auf der nächsten Stufe. Computerfreak 1 von 4 haben wir jetzt. Und wir brauchen jetzt, obwohl, lass wir einfach weiterspielen. Um das nächste zu erreichen, brauchen wir nochmal Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten. Wir haben schon Level 3 der Programmierfähigkeit. Das haben wir schon. Elektrogeräte im Wert von 3000 Euro besitzen. Oh, nicht schlecht. Haben wir also alles schon. Aber dieses 2 Stunden Videospielen konzentriert. Okay, ja, konzentriert ist sie gerade nicht. Sie ist aber glücklich. Ist ja auch schon mal nicht schlecht ist. Aber jetzt wird sie auch langsam müde. Deswegen, ja, es ist gleich 11. Ich denke, das reicht dann auch. Dann schicken wir sie ins Bett und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht am nächsten Tag hinkriegen. Guten Morgen. Also, Streichetag gestern war sehr gut. Hat sie ein paar Streiche gemacht. Das ist doch in Ordnung. Hier sind wieder unsere... ständig im Schatten Aufgaben. Sie hat jetzt erstmal Hunger, aber sie geht sich schon alleine was holen. Erbsen. Ja, guten Appetit. Was macht denn der Hase im Kühlschrank? Ist das etwa der Kühlschrankhase? So. Dann guck aber auch mal was Spannendes. Kanal schauen. Sie guckt heute einfach mal Nachrichten, ne?
Gucken, was so in der Sims-Welt los ist. Oh, sie ist konzentriert. Jetzt aber schnell. Spiel was. Moment. Spiel spielen. Sims Forever. So, und los. Spiel ein Spiel. Konzentriert. Wir haben es geschafft. Super, schaut mal. Wir sind schon die nächste Stufe erreicht. Also wir sind jetzt schon 2 von 4 beim Computerfreak. Und Moment, Kai ruft auch noch gleichzeitig an. Aber wir müssen jetzt erstmal erwachsen werden. Okay, das haben wir geschafft. Level 3 der Technik-Guru-Karriere haben wir auch schon. Und ein Videospiel oder eine App programmieren. Kyle, nicht weggehen. Kyle. Ach, Menno. Aber er hat bestimmt gesagt, dass er jetzt den Job hat, oder? Ist es hier irgendwo? Nö. Ach, Mensch, schade. Und wir sind wieder da. Und was stand da gerade groß? Beförderung. Wir sind jetzt Entwicklungschefin. Das ist Technik-Guru-Karriere Station 6. Und Nova hat jetzt wahre Macht. Sie führt nicht einfach nur mickrige Einmalprojekte, sondern trägt die Verantwortung des Entwicklungsprozesses einer Vielzahl bahnbrechender Produkte. Schubidu, das wird lustig. Nächste Beförderung, E-Sports-Teilnehmerin. Das nächste große Ding? Fragezeichen. Also sehr cool. Und wir brauchen hier, das haben wir alles schon, guck mal, Level 6 der Programmierfähigkeit haben wir schon und Level 5 der Videospielfähigkeit. Und als Tagesaufgabe ein bisschen programmieren, das kriegen wir hin. Ja, Lebensstil wieder erreicht und befördert zur Entwicklungschefin. Nova wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschefin. Sie verdient jetzt 5 Simoleons mehr pro Stunde, was ein Stundenlohn von insgesamt 78 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 874 Simoleons, die gehen gleich für die Rechnung drauf. Den Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Müssen wir uns mal angucken. Nächste Schicht beginnt am Dienstag. Und sie arbeitet wieder Montag bis Freitag. 3 Tage Urlaub hat sie. Braucht sie nicht. Ist ein Arbeitstier. Und schon wieder, mein Gott, schon wieder ein Festival. Diesmal der schräge Humor und Späße. Und hier ist jetzt ständig im Schatten. Auf Anruf wegen Entlassungsgerüchten warten. Heute kursierten auf der Arbeit ein paar schockierende Gerüchte. Nova muss auf einen Anruf warten, um die Gerüchte zu bestätigen. Okay, und optional mit einem Hobby ablenken. Versuche Videospiele zu spielen, Fernsehen zu schauen, zu lesen oder das Teleskop zu verwenden. Ach, okay, gute Idee. Ach Mensch, müssen die welche rausschmeißen? Wir wurden doch gerade erst befördert. Wo ist sie denn? Also herzlichen Glückwunsch, Nova. Kannst dich gar nicht richtig freuen, ne? Wegen den Gerüchten. Tut mir leid. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal unsere Rechnung bezahlen. Und, aber es sieht schon richtig gut hier aus. Was ist mit unserem Freund? Der Louis? Mal gucken, wann der sich meldet. Und wenn wir so schon mal hier, können wir uns ja ein bisschen ablenken mit dem Himmel, dabei den Himmel zu beobachten. Und Kyle ruft jetzt an. Kyle will aufs schräge Humor und krasse Späßefessel. Kyle, das passt sowas von dir und eigentlich brauche ich Ablenkung, deswegen hast du recht, Abmarsch. So, da wollen relativ viele Leute auf schräge Humor und Späße-Festival und hier ist Kyle. Kyle, wie siehst du denn aus? Du hast dich ja richtig aufgehübscht. Sehr schick. Warte mal, können wir dir sagen, wie schick du aussiehst? Freundlich. Nee, nicht Tratsch. Komplimente übers Outfit machen. Also wenn das mal nicht... Wieso wollte er das jetzt nicht? Nochmal. Freundlich, Komplimente übers Outfit machen. Weil dieses Outfit muss man einfach loben, oder? Können wir uns auch mal was anderes anziehen? Vielleicht können wir ihr mal im nächsten Part mal ein paar neue Klamotten geben. Was gibt es denn hier so? Das sieht ja auch gut aus. Aber ist das ihre Schlafkleidung? Moment, was ist das? Das ist ihre Sportkleidung. Okay. Das ist Party? Da finde ich ja hier diese Ausgekleidung noch ein bisschen schöner. Aber wir machen jetzt heute mal Partykleidung. So, zieh dich mal um, Nova. Ganz schnell. So, und keiner guckt hin und dann geht's hier los. Louis ruft an. Och nee, doch jetzt nicht. Louis. Ja, Nova, die Gerüchte sind wahr. Ich wurde bei Rainy Day Entertainment gefeuert. Es scheint, dass es ein Problem bezüglich meiner Einstellung gibt. Das ist deren Art zu sagen, dass ich mich wie ein Idiot verhalten habe. Besonders dir gegenüber. Kann ich vorbeikommen, um zu reden? Ich könnte jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Oh, klar, komm vorbei, Vollpfosten. Ich würde eine Pizza als Entschuldigung akzeptieren. Nein, ich finde das klar, komm vorbei. Ich hoffe, er weiß jetzt, dass wir hier sind. Kommt er jetzt hierher? Ist die Frage.
Kommst du jetzt hierher? Wo ist er denn, Louis? Einladen auf aktuelles Grundstück. Ich hoffe, du stehst immer noch auf Pepperoni. Oh, bist du jetzt bei uns zu Hause, Louis? Ach, Louis. Können wir dich hierher einladen? Du kannst die Pizza auch mitbringen. Oh, er wird gleich da sein. Na, mal gucken, wie die sich gleich verhalten. Profil öffnen. Also im Moment ist er weder Freund noch Feind. Und wahrscheinlich hat er jetzt auch keinen Job mehr. Da ist er. Och Mensch, hier ist er. Wir sagen mal einmal kurz Hallo. So, freundlich. Smalltalk. Den Tag verschönern. Sagen wir hey. Ist ja schön, dass du es eingesehen hast, dass du so doof warst. Guck mal, nicht so böse. Können wir noch was sagen? Smalltalk-mäßig. Nach seinem Tag fragen. Ja, ich weiß. Ist nicht so schön, wenn man... Aber es gibt noch andere Firmen auf der Welt, wenn du dich das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser benimmst. Und Kyle kommt auch dazu. Er denkt sich, hey, wer ist das? Das ist übrigens meine Nova und nicht deine. Deswegen umarme ich sie hier nochmal. Macht er sie jetzt blöd an? Oh, das fand er nicht gut. Ist er vielleicht eifersüchtig? Jetzt müssen wir uns jetzt bei ihm entschuldigen. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Lassen die mal kurz ein bisschen alleine. Oh, guck mal, ich glaube, Kyle kann ihn überhaupt nicht leiden. Ach, Mann. Das ist natürlich die Frage, ne? Sollen wir jetzt noch mal ein bisschen nett zu ihm sein? Ich weiß nicht, so richtig nett zu uns ist er ja auch nicht, ne? Mich würde ja mal interessieren, was sie so macht. Guck mal, plaudert mit den beiden. Ob sie von alleine vielleicht nett oder nicht so nett zu ihm ist. Aber wie er hier schon steht mit den geballten Fäusten. Also irgendwie... Oh. Nö. Ich mag ihn doch nicht. Mehr Auswahl? Können wir irgendwie gemein sein? Streiten. Fragen, was er für ein Problem hat, genau. Wo ist es denn jetzt? Gemein? Bösartig. Streiten, fragen, was Louis für ein Problem hat. Das kann ja wohl nicht sein. Also ein Profil öffnen, aber steht immer noch überhaupt nichts bei den beiden. Warum ist er denn jetzt so böse? Wo bist du denn jetzt, Nova? 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 Mein Gott, wie schnell bist du denn jetzt irgendwo anders hingelaufen? Komm zurück! Aber Kyle bleibt hier einfach mal bei ihm stehen. Denkt sich auch so, ich behalte dich im Auge, Typ. Wenn du nicht nett zu Nova bist, bin ich nicht nett zu dir. Guck mal, wie weit sie wegbleibt. Guck mal, sie ist nicht mal richtig dran gegangen. Sie hat sich echt so ein paar Meter, das sind ja bestimmt so in Sims-Metern, bestimmt 4 Meter weit weg von ihnen gestellt. Und dann, ich mag dich momentan nicht besonders. Ich bin einfach sauer über ein paar Sachen. Aber das legt sich vielleicht mit der Zeit oder auch nicht. Wieso mag er sie denn jetzt nicht? Also sie hat ja wohl nun gar nichts gemacht. Boah, was für ein blöder Typ. So, streiten wir jetzt. Streiten wir mal richtig. Über Karriere streiten wir jetzt mit ihm. Also, ne, hier wird es nichts von Lovers zu... nee, von Wessers zu... Von Streitenden zu Lovers, das wird hier nichts werden bei uns. Worüber können wir noch abblitzen, werden wir ihn auch noch lassen. So. Und dann können wir nochmal über die Karriere streiten und über sein Outfit spotten, obwohl ich sein Outfit eigentlich relativ cool finde, aber naja. Guck dir mal Kyle an. Nimm dir doch mal ein Beispiel daran, wie Kyle hier aufgestylt ist. Er ist echt ein lustiger Typ, oder? Würde mich mal interessieren, ob er jetzt schon eine neue Karriere hat. Oder ob er noch am Suchen ist. Können wir ihn noch fragen? Nee, wir können ihn noch mal kennenlernen. Das können wir auch noch mal machen. Dann machen wir ihm ein von Kerzen kommendes Kompliment, weil er so lieb ist und an unserer Seite bleibt die ganze Zeit. Na, ist er jetzt auch gemein zu ihr? Wow, Nova, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe meinen Job verloren und... Ich hoffe nur, dass ich nicht auch noch meine Kindheitsfreundin verloren habe. Wie bitte? Es ist mir unangenehm, diese Frage zu stellen. Aber könnte ich die Nacht hier verbringen, während ich über meinen nächsten Schritt nachdenke? Lass mich nachdenken. Wir sind, glaube ich, keine
Moment, wir sind doch keine Kindheitsfreunde, also wirklich. Wir können die Voodoo-Puppe an Louis binden. Also was können wir alles machen? Entscheidung, Louis einladen oder Louis rauswerfen. Okay, wir können freundliche oder lustige Sozialaktionen, nochmal, freundliche oder lustige Sozialaktionen helfen dabei, dass Sims weniger missgünstig sind und einander näher kommen. Probiere, ja gut, okay, wir können also auch nett zu ihm sein nochmal. Wir können optional zum Essen rufen, mit Louis flirten, die Voodoo-Puppe an ihn binden, ihm falsche Selbstsicherheit einflößen und noch immer mit dem Hobby ablenken. Aber eigentlich war er jetzt so blöd zu uns. Also das mit der Voodoo-Puppe finde ich gut. Die binden wir jetzt mal an Louis. Und dann Louis aus dem Haus werfen ist auch schön. Wir gucken erstmal noch, was jetzt hier passiert bei den nächsten paar Sachen und dann entscheiden wir uns, wie er sich hier aufführt. Und Kyle denkt sich die ganze Zeit, ich habe einen eigenen kleinen Film im Kopf und der ist heute ein Musical. Ich stehe hier einfach und tanze. Er ist so lustig, oder? Also Kyle ist echt cool. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich Beziehungsmaterial ist, wie er hier steht und vor sich hin tanzt. Aber vielleicht so eine kleine Ablenkung nach so einem Stress ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Immer noch verdrießliches Gespräch, befördert geworden und triumphaler Streit. Sie hat den Streit gewonnen. Und wer bist du denn jetzt hier? Wo kommst du denn jetzt her, Shigeru? Oh, die beiden streiten immer noch weiter. Das finde ich lustig. So, jetzt macht sie erstmal ihre Keilsachen. Und nur ist es übrigens materialistisch. Ja, okay. Das passt ihm. Ich finde, er ist eigentlich ein ganz süßer, ne? Aber irgendwie finde ich, glaube ich, ist er nicht der Richtige für uns. Wie können wir ihm denn falsche Sicherheit einflößen unter Unfug? Hey, lauf nicht weg. Moment. Mehr Auswahl. Unfug. Streiche. Nein. Täuschen. Falsche Selbstsicherheit einflößen. So, komm mal her. Ja, tu mal nicht so, als wenn die ganze Welt böse zu dir wäre. Kommt aber wieder zurück. Na, mal gucken, haben wir jetzt die Voodoo-Puppe an ihn schon gebunden? Nee, noch nicht. So, komm, mach mal die Voodoo-Puppe. Was ist denn mit dir passiert? Wurdest du gerade vom Blitz getroffen? Oh nein, Bernice. Das tut mir so leid. Arme. So, haben wir gemacht? Ja, so, und jetzt Voodoo-Puppe an ihn binden. Ja, direkt vor seinen Augen. Husch. Was können wir jetzt mit der Voodoo-Puppe machen? Nee, ich will nicht Essen bestellen. Ich will jetzt was mit der Voodoo-Puppe machen. Ich will... Sie ist doch schon an ihn gebunden. Pieksen oder knuddeln? Moment, die muss doch jetzt schon gebunden sein. So. Binden an. Sie ist doch schon gebunden. Ich will sie pieksen. Aber die beiden scheinen sich jetzt doch ein bisschen anzufreunden. Voodoo praktizieren. Ich will ihn pieksen. Das ist so ein bisschen gemein jetzt, ne? So, pieks jetzt. Ich weiß, du musst auf Toilette. Wo ist er denn? Da ist er. Na, merkt er das? Also hier piekt sie ihn gerade, hier steht er. Hat er das gemerkt? Nicht wirklich, oder? Was kann man denn noch herumtoben? Oh, was hat sie denn hier alles? Ungemütlich nass, muss pieseln, müde und Streitverlierer. Ach Mensch. Die Witzbolde haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben vergessen mitzumachen. Das war jetzt kein großes Festival heute bei uns. Ach so. Wir sollen uns jetzt mal langsam, glaube ich, entscheiden. Wir werfen ihn raus, ne? Er war echt blöd. Der Streit angefangen, nachdem wir ihn eigentlich aufgemuntert haben. Nö. Jetzt haben wir uns entschieden. Und jetzt müssen wir... Hier steht jetzt seine Antwort. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wie konnte ich erwarten, dass du mir helfen würdest? Du wolltest immer die Beste sein und hast mir ständig deine Erfolge unter die Nase gerieben. Ich wette, du freust dich jetzt richtig. Nun ja, du solltest diesen Moment besser genießen, Nova, denn ich verspreche dir, ich werde nicht ruhen, bis ich wieder an der Spitze bin. Der Wettstreit beginnt. Wohahaha. Ich werde dich trotzdem nochmal besiegen. So, aber so sieht man auch wieder, ne? Jeder hat seine eigene Vorstellung. Sie war der Meinung, er
nimmt ihr die ganze Zeit die guten Sachen weg und prahlt mit seinen Erfolgen und so weiter. Und er ist der Meinung, sie wäre immer diejenige gewesen, ne, die im Vordergrund stehen wollte. Jede Geschichte hat zwei Seiten und wir müssen jetzt schlafen gehen, damit es dann weitergeht. Oh, ich glaube, ist es jetzt auch Zeit, mal nach Hause zu gehen, ne? So, das war ein langer und sehr, sehr aufregender Abend. Nova geht jetzt ins Bett und dann schauen wir mal, wie die Geschichte weitergehen wird. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um diesen Part hier zu beenden. Also, erstmal kann sie noch auf die Toilette gehen, bevor sie schlafen geht. Ich werde den Part jetzt hier beenden. Wir schauen mal, was im nächsten passiert. Ich bin sehr gespannt, wie diese ganze Geschichte noch weitergeht. Es ist super spannend. Also, ich empfehle euch dieses Szenario. Es macht irre viel Spaß. Macht das ruhig auch mal. Man kann sie auch verändern, dann habt ihr nicht genau die gleiche, wie ich sie jetzt hier rumlaufen habe, ne? Create a Sim. Macht sie ein bisschen anders, wenn euch das jetzt zu gleich alles wäre. Aber es macht wirklich super Spaß. Die Geschichte ist auch gut. Also funktioniert auch noch. Bis jetzt hat ja noch nichts irgendwie gebackt. Selbst, dass wir nicht zu Hause waren, hat alles weiter funktioniert. Er hat jetzt keine Pizza mitgebracht und hat auch nicht hier geschlafen. Wäre vielleicht anders gewesen, wenn wir jetzt ja gesagt hätten, wo er sich dann hingelegt hätte, weiß ich nicht. Aber ja, es funktioniert bis jetzt alles super und die Geschichte macht super viel Spaß. Und wir werden beim nächsten Part einfach mal weitermachen und gucken, welche Aufgaben wir als nächstes bekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!